Moini und willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren auf Shorts. Let's go. Ihr konntet mir einen Minecraft-Skin erstellen und es wurde eine Menge eingereicht. Schauen wir mal nach. Digga, was ist das denn? What? Das ist in meinem Leben ein Minecraft-Skin. Bro-Skin. Okay, ja, nice. Aber nee, der ist es überhaupt nicht. Aber ich habe halt leider keine roten Haare. Lol. Ja, sieht stabil aus. Der sieht stabil aus, aber der hat zu. Die Haare müssen so nach oben. Es muss so einen Pinselkopf ergeben. Aus, aber halt überhaupt nicht wie ich. Das kommt dem Ganzen schon viel näher. Ja, schon ein bisschen. Digga hat sogar mein T-Shirt übernommen. Sehr sick. Eine Menge von euch haben aber kommentiert, dass ich Norman fragen soll, ob er mir einen Skin machen kann. Oh. Deshalb habe ich ihm auf Instagram geschrieben. Damit er es aber sieht, markiert ihn in den Kommentaren und teilt das Video. Oha, okay. Ja, Norman kann das richtig krass. Wir haben jetzt ein Lovebook. Menschen, die ich liebe, willkommen zurück zum Lovebook. Heute mit Luis, dem französischen Austauschschüler. Ich war in der Schule und für eine Woche sind französische Austauschschüler zu uns in die Schule gekommen. Ich war so sauer, weil er war nicht mein Partner. Meine Partnerin war Emily und sie hat mir als Geschenk einen Stein mitgebracht. Aber immerhin an das Geschenk gedacht, ne? Im Klassenzimmer saß Luis genau vor mir. Zu der Zeit war mein Arm gebrochen, weil ich vom Pferd gefallen bin. Und Luis war immer so süß zu mir. Hat einmal meine Bücher getragen und einmal hat er so Macarons dabei und die hat auch mit mir geteilt. Oh, ich habe auch keinen. Ich habe verstanden, was er zu mir gesagt hat. Ich habe nur verstanden, bonjour, qu'est-ce que c'est? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er mich beleidigt. Luis, falls du dieses Video siehst, bonjour, qu'est-ce que c'est? Lass treffen oder so. Lass heute die verschiedenen oder so. Sie hat einen Crush auf Luis. Ich war gerade eben voll verwirrt, weil sie macht ja dieses Burnbook auch. Und ich dachte gerade eben, was hat Luis jetzt Schlimmes gemacht? Aber der war ja im Lovebook. Das heißt, das war was Nettes. Verschiedene Arten von Leuten an Karneval. Feiert ihr Karneval? Ich nicht. Arten von Leuten an Karneval. Finn, was hast du denn für ein Billo-Kostüm? Ich bin Bauarbeiter oder so ein Security-Mensch? Weiß ich nicht. Ich hatte nichts anderes. Als was gehst du Karneval dieses Jahr? Wir feiern hier kein Karneval. Hier gibt's es ja nicht. Ja, ich bin dieser Typ. Ich feiere das nicht. Also, wir machen gar nichts. Der beim Kostüm übertreibt. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. Was sagst du? Wie teuer waren das bitte? 250 Euro. Oh. Aber komm, für Karneval? Und es hat sich schon gelohnt. Ist schon ein Brett, das Kostüm. Ja. Sei ehrlich. Karneval wird anders, Jungs. Donnerstag, Köln, komplett Eskalation. Freitag fahren wir nach Düsseldorf, das wird ein Vollsuff. Samstag gehen wir bei mir in meinem Dorf ins Zelt. Sonntag können wir da nochmal hingehen. Wir schlafen einfach auch gar nicht. Und das ist der Grund, warum ich sowas nicht mitmache. Ich hasse es nicht zu schlafen. Ich hasse Bier. Ich bin auch kein Fan von Feiern, weil das ist immer super laut. Nee, ist es nicht. Und Montag nochmal nach Köln, komplette Eskalation. Was haltet ihr von dem Plan? Scheiße. Oh, ich habe Lukas gefunden. Leute, ich habe Lukas gefunden! Der hat sein Limit nicht killen. Fünftklässler früher. Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Doch wie stellt sich mir jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird? Yo, sorry. Also ich habe Phineas und Ferb nicht so krass geguckt. Ich war die SpongeBob-Generation. SpongeBob, Beste. Könnte ich da mal kurz noch meinen Spind? Bitte nicht hauen! Yo, entspann dich. Ich will nur mein Trinken holen, keine Angst. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 10. Wow, krass. Und sorry nochmal, dass wir dir den Weg versperrt haben. Versus heute. Jim Beam und Woody. Richtig mieser Body. Sie springt in den Swimmingpool. Ich sehe in der Lobby. Yo, sorry, kann ich da mal kurz an meinen Spind? Wer bist du, Modus? Was laberst du mich so an, Alter? Wow, entspannt euch, ich bin in der 10. Ja und? Was interessiert es mich, du Pisser? Okay, sorry, aber kann ich jetzt kurz an meinen Spind? Lack, nein, und jetzt mach einen Abgang, bevor es hier gleich Bretter hagelt. Ich klang gerade so, als hätte er gerülpst. Neujahrsvorsatz, ich melde mich im Fitnessstudio an. Hey, cool, dann können wir ab jetzt immer zusammengehen. Was kostet das denn? Da, wo ich bin, das kostet 55 Euro. Oh, so teuer, ich zahle auch 40 Euro und ich war da dieses Jahr noch nie. Oh mein Gott. Ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen viel, aber... Ja, yeah, du musst es auf die einzelne Trainingseinheit runterrechnen, das ist der Trick. Genau. Das wären dann 70 Euro. Ich glaube, da hast du dich jetzt verrechnet. Wie oft willst du denn hingehen? Naja, also diese Woche gehe ich jetzt jeden Tag und dann gar nicht mehr. Hä? Ich dachte, du willst fit werden. Aber das ist ja nur die Anfangseuphorie. In der Woche habe ich keinen Bock mehr, dann gehe ich gar nicht mehr. Genau, dann lohnt sich's ja nicht. Du, in einem Monat habe ich vergessen, dass ich mich überhaupt angemeldet habe und dann ist das auch egal. Das nennt man Girl Math. Girl Math heißt, du rechnest dir was schön. Oh ja, ich bin richtig krass in Girl Math. Das ist einfach nur dumm. Hä, warum machst du mir das jetzt so kaputt? Das ist mein Neujahrsvorsatz, Mann. Lass mich doch einmal eine Sache richtig durchziehen. Eine Woche und dann habe ich alles vergessen und dann Ciao, Kakao. Okay, wie wär's denn? Leute, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man in solchen Dingen versagt. Ihr müsst versuchen, kontinuierlich dran zu bleiben. Jeden Tag so ein ganz bisschen. Bisschen nur. Und dann reicht das. Wenn du einfach einmal die Woche hingehst, aber dafür das ganze Jahr durchziehst. Ey, coole Frage, Mann. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Kurze Frage. Wie wär's, wenn wir uns kloppen? Digga, was? Eine Runde fetzen. Wie wär's, wenn... Weißt du, so eine ganz entspannte Runde, so Karate, Kick... Karate.
Wie wär's, wenn du mal runterkommst? Kurze Frage, wie wär's, wenn wir beide mal ein Wettrennen machen? Das gewinne ich, du machst ja keinen Sport. Ja eben, das sag ich doch. Ronaldo bekommt einen Apfel. Okay, warte, Mathematik. Girl Math, schon wieder. Ronaldo bekommt einen Apfel. Ja. Jeden Tag verdoppelt sich die Anzahl der Äpfel, die er bekommt. Fürs Verständnis, erster Tag ein Apfel, zweiter Tag zwei Äpfel, dritter Tag vier Äpfel. Wie viele Äpfel bekommt Ronaldo am 10. Tag? 20. Bin ich dumm? 10 oder was? Bro. Was für einen Rechenweg habt ihr benutzt? Verdoppelt, ja. Verdoppelt, okay. Und die Ergebnisse, was habt ihr rausbekommen? Mein Ergebnis ist 400. Das Ergebnis ist aber 512 Äpfel. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, so scheiß drauf. Wir haben hier einen Code 134. Ich verstehe das nicht, egal. So einen Code gibt es nicht. Ach so, nee, sorry, das war gestern meine Bestellung beim Chinesen. Ja, okay, aber was ist denn jetzt? Hat sich erledigt, der Täter ist schon geflohen. Ich sag dir eins, leg dich nicht mit mir an, ich hab ein paar krasse Moves auf Lager. Ja, okay. 5-3, Kickball Change. Oh, voll krass. So, einmal die Hände hinter den Rücken. Oh, da hab ich wohl heute Morgen aus Versehen die falschen mitgenommen. Ein Moment. So, jetzt aber. Oh, Kacke. LM715, schwerer Banküberfall mit Geiseln. Vermutlich 3 Verletzte, Schillerstraße 3. Wer übernimmt? Ist gerade echt mega schlecht, weil ich gerade selbst in der Gefahrensituation verwickelt bin. Bro, du hast sie nicht ernsthaft den neuen... Mittag geht vor. Man muss erstmal gut gestärkt, muss man da reingehen, um die Bösewichte in die Flucht zu schlagen, Leute. Apple in 2050. iMac Pro Studio geholt. Doch aber in der günstigsten Konfiguration für nur 420.69 €. Cool. Und was hat der für Specs? Also in der günstigsten Konfiguration ein Dual-Core-Prozessor aus 2006 und 16 GB Speicher. Nur 16 GB Arbeitsspeicher? Nein, nicht Arbeitsspeicher, eine 16 GB Festplatte. Arbeitsspeicher sind 32. Na, immerhin. Megabyte. Aber der läuft trotzdem besser als jeder Windows-Rechner. Einfach weil macOS so optimiert ist. Aha, und wie viel FPS hast du so in Minecraft 2? Nee, Spiele lassen sich darauf gar nicht installieren, aber der ist ja auch nicht zum Spielen, sondern zum Arbeiten gedacht. Okay, und was arbeitest du da drauf? Naja, gar nichts. Es lassen sich keine Programme mehr auf Macs installieren. Es gibt kein einziges Programm mehr, das auf macOS läuft? Nur noch Windows. Jetzt will ich aber im Internet surfen. Gibst du mir mal bitte meinen Mausadapter? Das hier? Ja, genau. Oh, das alles brauchst du nur, um deine Maus anzuschließen? Ja, und man kann auch nur ein Gerät gleichzeitig anschließen, deshalb muss ich den Monitor ausmachen. Siehst du dann was? Na, ich bewege die Maus, dann mache ich die Maus ab, schließe den Monitor an und dann gucke ich, wo sich der Mauszeiger hinbewegt hat. Ja, ohne Witz, Leute, true. Ich habe mir so ein MacBook bestellt. Also der scheint wohl krass zu laufen, aber das ist so nervig, dass ich so viele komische Kabel brauche, um einfach eine blöde Maus anzuschließen. Aber für Musik machen reicht's. Ich muss euch was gestehen, aber ich wette, ich bin nicht der Einzige. Ich spiele Minecraft jetzt seit ungefähr 2014. Ich habe viel Survival und viele Modpacks gespielt und das meiste davon mit Freunden. Und immer wenn man mit Freunden spielt, hat jeder seine Rolle. Der eine kümmert sich um die Ressourcen, der andere um das Essen und ich war halt der Architekt. Das heißt, ich war die ganze Zeit in der Stadt und habe einfach gebaut. Und wenn es so weit war, zum Enderdrachen zu gehen, war ich trotzdem in der Stadt und habe weitergebaut, weil ich einfach nie wirklich Lust drauf hatte. Und vielleicht seht ihr, wo das alles hinführt. Das, was ich euch jetzt sage, ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe noch nie, ohne mir was zu ercheaten, den Enderdrachen besiegt. Aber ich bin nicht... Okay, funny. Der Einzige, oder? Ich war noch nie Skifahren. Nein. Das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das mal gemacht habe. Also teilweise weiß ich ja noch nicht mal, wie man einen Zaubertisch baut. Außerdem nenne ich das eigentlich immer Verzauberungstisch und nicht Zaubertisch. Da habe ich heute spontan mit Dima und Zoe den ersten Zug nach Österreich gebucht und... Ich weiß nicht, ob das hier Copyright ist. Mit dem ICE zuerst nach München gefahren. Unterwegs natürlich... Ich habe am nächsten YouTube-Video geschnitten und dabei den Bunny-Song-Remix gehört. Was? In München angekommen, zusammen mit Lilou und den anderen essen gegangen. Dann ging es weiter mit dem Auto, Schnitzel gab's. Womit wir zu unserer eigenen Hütte gefahren wurden. Und die Aussicht sieht einfach mega, mega crazy. Ich bin auch ab Freitag im Skiurlaub. Oh, das wird geil. Es werden Vlogs kommen, versprochen. Weiß nicht, ob ich das jeden Tag schaffe, aber ich versuche jeden zweiten Tag oder so. Vlogs werden geil. Ich werde all meine GoPros aufladen. All meine Kameras aufladen. Oh, das wird geil. Crazy aus. Bei 15.000 Likes werde ich euch mein erstes Mal Skifahren zeigen. Das wird mies peinlich. Kann ich mich einfach da hinsetzen? Leider nicht, der ist reserviert, das kostet. Wieso? Naja, also, sie haben jetzt auch nur 40 bis 100 Euro für ein Ticket gezahlt, also, da ist ja kein Sitz dabei. Aber warum nicht? Wie kann man es denn am besten vergleichen? Achso, wenn Sie jetzt ein Hotelzimmer buchen, ist da dann das Bett auch kostenlos dabei? Ja. Okay, kenne ich so nicht, aber wenn Sie einen Flug buchen, dann müssen Sie auch auf dem Gang vor der Toilette sitzen. Nein. Okay, das ist aber ein Luxus. Aber wenn Sie ein Buch kaufen, dann bekommen Sie auch nur das Papier und die Buchstaben kosten dann halt nochmal extra. Was? Nein. Habe ich jetzt echt 70 Euro gezahlt. Nur. Ich habe mal einen richtig dummen Move gemacht. Und zwar habe ich es irgendwie geschafft, bei einer Zugfahrt
nicht das Ticket zu buchen, sondern irgendwie only den Sitzplatz. Keine Ahnung wie, aber ich habe irgendwie nur den Sitzplatz gebucht. Deswegen bin ich so low-key schwarz gefahren. Aber der Bahnmitarbeiter war super nett und hat gesagt, ach, bleib da ruhig sitzen. Dann kriegst du einfach eine Rechnung und fertig ist. Ehrenmann war das. Um einfach hier drin sein zu dürfen. Komm, jetzt seien Sie da nicht so. In anderen Ländern müssen Sie sich so außen am Zug festklammern. In Europa. ja. Welche? Also Frankreich und Belgien. Ziemlich sicher. Nein, das ist einfach nur Abzocke. Ja, aber wenn Sie eine Zahnpasta kaufen, dann ist ja... Okay, ich hab's gekauft. Ich habe keinen Bock mehr. Hier, ich habe Platz 24. Da sitzen wir. Ach so, ja. Man kann sich heute die Reservierung nicht anzeigen lassen. Das ist eine technische Störung. Sie müssen einfach nur mit dem kämpfen, dann passt es. Also, ja, ich liebe das. Ich liebe das, wenn man dann sogar einen Sitz und Ticket reserviert hat und dann da Leute drauf sitzen und weil irgendwie ein Waggon fehlt, darf halt jeder sitzen, wo er will und deine Reservierung ist hinfällig. Und entweder musst du dann sagen, oh, okay, hier sitzen eigentlich wir. Oder du traust dich nicht und dann sitzt du auf dem Boden, obwohl du eigentlich dafür bezahlt hast. Yippie. Okay. Mama, darf ich auch mal? Jonglierer ist mein Traumberuf. Von mir aus, ich muss eh kochen. Weiß, ich kann nämlich. Max, an dem Punkt bin ich schon raus. Ich hoffe mal, du kannst es. Mhm. Klar, ich sag immer, get me three girls, starte Vierer, Max 20, Profi-Jonglierer. Jetzt wird's wild. Okay. Stark. Ah, das scheiß Chili voll in die Aue. So scharf ist es nicht, oder? Na dann, Prost. Das ist so scharf. Ah, der Michael Phelps übt für Seepferdchen. Hier hat Seepferdchen? Hast du dich jemals... Manche Shorts sind wirklich richtig komisch. Hast du dich jemals... Hast du gefragt, wie man diese gepunkteten Linien mit einer Kreide macht? Die meisten Menschen denken wahrscheinlich, dass man mit der Kreide einfach nur so eine klopfende, schnelle Bewegung machen muss. Jedoch sieht das Ergebnis nicht ganz so aus, wie man es sich vorstellt. Die Technik dahinter ist eigentlich recht simpel. Denn aufgrund der Reibung zwischen der Tafel und der Kreide führt es dazu, dass die Kreide zu hüpfen beginnt. Doch um das jetzt zu perfektionieren, braucht es zwei wichtige Dinge. Als erstes musst du die Kreide am hinteren Ende halten. Dann musst du die Kreide leicht kippen und das in der entgegengesetzten Laufrichtung. Jetzt ist es nur mein Zusammenspiel zwischen Geschwindigkeit und Druck, um den Abstand zwischen den Punkten zu kontrollieren. Abonnier jetzt für mehr nützliche Videos. Wow, Adrian hat mein Zimmer zerstört und heute... sehr nützlich. Werde ich mich rächen. Wir wohnen gefühlt noch nicht mal eine Woche zusammen und dann gehe ich in mein Zimmer und sehe das. Das ist der Grund, warum ich nicht in einer WG leben könnte. Wirklich seitdem ich in die Realschule gegangen bin, also so mit 14, 15, war mir klar, ich möchte nicht mit Menschen in einer Wohnung leben. So cool das klingen mag, ist es immer nervig. Entweder wirst du geprankt, entweder die andere Person räumt nicht auf oder kauft nichts ein oder isst dir dein Essen weg. Nee, ich will meine eigene Ruhe oder die Person hört Musik oder keine Ahnung, ist mega laut oder lädt die ganze Zeit Leute ein. Nee, ich habe mir immer geschworen, dass ich alleine lebe. Seht ihr das? Ein Strich. Direkt über meinem heftigen Homeoffice-Space. Und er hat quasi auch schon angekündigt, dass da noch mehr kommen. Deswegen dachte ich mir, slide ich einfach jetzt rein. Adrian ist nämlich jetzt gerade kurz raus. Muss weg jetzt? Ja, ich geh jetzt joggen. Und da dachte ich mir, nutze ich mal die Chance. Okay, das hier ist Adrians Room, liebe Leute. Hat sein Office einfach auf der Fensterbank. Hat auch ein wunderschönes Palettenbett. Und darüber, würde ich sagen, fehlt doch noch irgendwie was, was ihn so gut schlafen lässt in der Nacht. Und da habe ich eine Idee. Wir machen in der WG nämlich auch die ganze Zeit Musik und Adrian lernt gerade Gitarre spielen. Und liebt meine rote E-Gitarre. Ja. Deswegen habe ich erst überlegt, die Gitarre vielleicht hier so hinzuhängen. Aber ich habe eine Idee, die ist fast genauso cool. Also ich versuch's zumindest. So, ich habe die Gitarre. Hier ist Vorlage. Und jetzt mal schauen. Oh mein Gott. Gut. Perfekt. Okay. Oha. Eine Kamera sieht echt irgendwie gut aus. Real Talk eigentlich auch voll der Vibe. Ja, stimmt. Das ist das so runterdrippt. Einfach moderne Kunst. Ja, wir hauen mal wieder ab. Ja, ich denke mir, müsste jeden Moment zurück sein. Folgt mir auf jeden Fall schon mal und liked dieses Video, wenn ich die Reaktion filmen soll. Und kommentiert, was ich als nächstes machen soll. Alter. Junge, sieht das hier alles teuer aus. Nee. Herzlich willkommen in unserem Geschäft. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Was geht, Bro? Mhm. Ich wollte nur ein, zwei Sachen hier kaufen. Kein Problem. Ein Mitarbeiter wird Ihnen gleich behilflich sein. Warten Sie bitte, okay? Okay. Entschuldigen Sie, der Herr, Sie müssen leider hinten warten. Ja, ist gut, halt's Maul jetzt. Ich nehme einmal diese Umhängetasche da, dann nehme ich noch diese Reisetasche für 4.000 Euro, nicht für 2.000. Dann nehme ich noch... Ist das nicht ein Fortnite-Sound, wenn er das rüberscannt? Diese zwei Paar Schuhe, okay? Größe 43, danke. Also... Weißt du was? Pack mal noch diese rote Handtasche da rein. Ich habe ihn mit meiner Freundin gestritten, obwohl ich recht hatte. Passiert jedem mal. Ich zahle mit Amex Black. Ist besser. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hi, kurze Frage. Ich suche die Audemars Piguet Royal Oak für 300.000 Euro. Habt ihr die irgendwo? Ah, tut mir leid, leider nicht. Stattdessen haben wir die Rolex Daytona Rainbow für 559.000. Ich bin echt kein Fan von mehreren Farben und die Uhr sieht echt nicht schön aus. Egal, ich nehme den. Moment mal. Was? Wie meinen Sie das jetzt? Ja, ich nehme den jetzt sofort mit. Obwohl Sie den gar nicht schön finden? Was? Ja. Also ihr seid Geschwister? Ja, genau. Also,
Milliardär sein muss auch mal cool sein. So einmal als Milliardär shoppen gehen. Oh, mashallah, was ich da alles kaufen würde. Geschwister be like. Genau. Ja, genau. Was stellt euch einmal vor? Ja, ich bin der Älteste, am meisten bekomme ich Ärger. Ich bin das mittlere Kind. Ich bin der Jüngste, ich bekomme alles, was ich will. Okay, das war richtig gut. Weil das mittlere Kind ist irgendwie immer so ein Dreier-Geschwisterpack. Das Kind, das niemanden juckt. Also niemand juckt sich dafür. Es geht um den Ältesten oder den Jüngsten, aber der Mittlere, scheiß drauf. Oh mein Gott, das tut mir so leid für alle Sandwich-Kinder. Ich war leider das jüngste Kind immer. Also kommentiert mal, was ihr wart. Ich glaube, ich habe das euch schon mal gefragt, oder? Also, ja, es ist leider ein bisschen wirklich so. Aber ich versuche gar nicht, also, ja, naja, gar nicht. Doch einmal redest du so unfair, ich bekomme gar nichts. Pech gehabt. Alter, hört denn mir überhaupt zu? Wer von euch wird am meisten geliebt? Johnny, ganz klar. Ja, ich auf jeden Fall. Digga, hörst du das auch? Ja, irgendjemand redet hier. Digga, ich bin da schon wieder. Hallo? Wie viele Geschwister seid ihr in der Familie? Ja, hä, drei. Zwei. Ja, zwei. Jungs, das ist jetzt nicht euer Ernst. Zwei, oder? Genau, zwei. Nicht drei, sondern zwei. Genau, zwei. Zwei. Herr, wer ist dann das zwischen euch? Hä? Ach so, was geht, Bro? Na endlich! Bro, der gehört auch irgendwie zur Familie, oder, Bro? Ja, Bro. Bro? Ja, Bro? Wie heißt du eigentlich nochmal? Wer baut den besseren Pinsel? Ich frag mich echt, wie Khan das hinbekommt, dass er da so perfekt Timing mit sich selber redet. Zu dritt. Wie geht das? Das ist total komisch. In 3 Minuten. Stopp nach oben, ganz weit nach oben. Also ich will diesen Pinsel-Emoji nachbauen. Wir brauchen eine angemessene Höhe. Eine kleine Fläche, wo der Pinsel drauf malt. Und der malt natürlich da drauf. Da kommt da ja aber eine Metallschicht. Und dann kommt der Pinsel itself. Ich werde bewerten als Bilderprofi natürlich, Leute. Gleich kommt's. Ich bewerte den Pinsel vom Pinselmann himself. Da malst du zum Beispiel so einen roten Strich, das ist krass. Dazu hat er auch noch ein bisschen so einen Wassertopf, wo er sich Wasser nehmen kann. Vielleicht können wir die Ecken noch verschönern. Okay. Also wenn ich damit nicht gewonnen habe, dann weiß ich auch nicht. Stimmt so für mich. Wie sieht das aus? Weiß ich nicht, was ist das hier? Das sieht doch eher aus wie ein Messer. Ja, aber ich heiße Kilian. Das ist mein fertiger Pinsel. Kommentiert, welches besser ist und folgt für... Ja, safe. Noel hat gewonnen, in meinen Augen. Das ist der bessere Pinsel geworden. Also der andere hat zwar kreative Ideen, aber es sah halt nicht aus wie ein Pinsel. Sorry. Mehr. Jemand hat hier bei mir auf Instagram die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich HDR? Und das ist eigentlich... High Definition Resolution? Eigentlich auch ganz einfach. Warum? Wieso? Weshalb? Technik! In der Kamera-App beim Aufnehmen steht hier oben manchmal dieses Zeichen mit HDR. Das ist eine Abkürzung und steht für High Dynamic Range. Also ein verdammt! High Dynamic Range. Breites dynamisches Spektrum. Man kann es auch kompliziert machen. So komisch das aber klingt, ich erkläre euch das mal ziemlich einfach. Draußen wird das Wetter besser und die Sonne ist wieder am Scheinen. Wird aber auch Zeit, ey. Ihr wollt jetzt hier diese wunderschöne Handyverpackung fotografieren. Nur leider ist die Sonne direkt im Hintergrund. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Hintergrund wird viel zu hell oder die Verpackung wird viel zu dunkel. Eins der beiden muss man ja ausgleichen. Und genau hier kommt dieses HDR ins Spiel. Die Kamera nimmt mit HDR jedes Mal ganz viele Bilder in verschiedenen Helligkeiten auf. Und am Ende werden die dann alle zu einem Bild zusammengesetzt. Die dunkleren Parts da, wo es zu hell war und umgekehrt. So kommt mit HDR trotz der Sonne im Hintergrund ein ganz gutes Bild bei raus. Wow, das ist der Du hast da was. Was wo? Hallo. Wow, er ist eine Big Spaß, Pizza. Aber ey, du kleckerst immer. Das willst du nicht. Oh, okay. Das, wirklich, das, diese Big Pizza, ich mochte die damals sehr gerne. Heute bin ich nicht mehr so krasser Fan von Big Pizza. Weiß ich auch nicht. Aber eigentlich mag ich gerne Brot. Ich mache gerne Pizzabrot, ja. Klecker nie. Ich gebe dir 3 Minuten. Wetten, du hast gleich irgendwo einen Fleck? Challenge angenommen. Wenn du kleckerst, gehört die ganze Pizza mir, okay? Oha, die ganze? Oh, okay. Mal sehen, ob sie einen Fehler macht. Kein Druck, du schaffst das. Ja. Schön hast schon. Aber noch ist nichts passiert. Abwarten. Mist, jetzt passt die extra auf. Ich hab mich beim Essen noch nie so angestrengt. Vorsichtig. Was? Ist das sein Ernst? Haha, meine. Vervollständigt diesen bekannten deutschen Liedtext. Fresh Target. Und die, ich weiß ihren Namen leider gerade nicht, aber die ist überkrass. Marmorstein und Eisen bricht. Halt dein Maul, wir klären das vor Gericht. Nein. Aber unsere Liebe nicht. Guck nicht, ich schlage dir ins Gesicht. Boah, richtig stark, richtig stark. Das war's. Jura, Pache, Beste. Super, das war geil. Marschall. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Haut rein. Tschüss.